Jetzt aber sind wir beim Höhepunkt angelangt, nämlich bei der Verkündung der Gewinnerin des Gewinners des diesjährigen Deutschen Sachbuchpreises, liebe Frau Schmidt-Friederichs. Es ist an Ihnen, die Gewinnerin, den Gewinner, die Preisträgerin, den Preisträger zu verkünden und die Urkunde danach zu übergeben. Das tue ich sehr gerne, liebe Frau Gasser, liebes Publikum. Wir haben vom Gesetz der guten Nachbarschaft gehört und ich habe backstage von mehreren Nominierten gehört, dass sie sich ganz besonders gefreut haben, dass jede Nominierte die 7 anderen Titel geschenkt bekommen hat. Also das Gesetz der guten Nachbarschaft scheint auch hier zu verfangen. Wir haben dazu von Herrn Koldehoff gehört, vom Abschiedsschmerz. Nichtsdestotrotz ist hier drin jetzt eine Siegerurkunde. Der Applaus nachher gilt trotzdem allen 8 Büchern. Und ich öffne diese Urkunde und mache es noch eine Sekunde spannend. Den Deutschen Sachbuchpreis 2024 verleiht die Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels an Christina Morina, 1000 Aufbrüche. Das ist Ihr Applaus. Genießen Sie ihn von hier vorne. Wie meinen Sie? Während Sie sich sammeln und sich von dem positiven, hoffe ich, Schrecken erholen, lese ich Ihnen die Urkunde vor, damit Sie auch wissen, warum. Demokratien befinden sich auf der ganzen Welt in der Krise. Darüber herrscht weitgehende Einigkeit. Die Frage aber, was es eigentlich heißt, Demokratie zu leben, gerät dabei oft in den Hintergrund. Christina Morina nutzt bisher wenig beachtete Quellen, um zu zeigen, wie unterschiedlich sich das Demokratieverständnis in Ost- und Westdeutschland seit den 1980er Jahren entwickelt hat. Ihre methodisch raffinierte und augenöffnende zeitgeschichtliche Analyse auf der Grundlage von Briefen, Petitionen und Flugblättern gibt BürgerInnen der DDR und der BRD eine Stimme. Morina liefert mit diesem Buch überraschende und notwendige Impulse für die aktuellen gesellschaftlichen Diskussionen. Ihr Buch riskiert viel, ohne zu polarisieren. Demokratie ist Prozess, kein Zustand. Stiftung Buchkultur und Leseförderung des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, der Vorstand Hamburg, Elbphilharmonie am 11. Juni 2024. Und jetzt sollen wir die, glaube ich, noch den Fotografen zeigen, habe ich mir sagen lassen. Deshalb überreiche ich sie Ihnen mal so, danach dürfen Sie sie sich in Ruhe angucken. Und weil es Ihre Urkunde ist, gehe ich von der Bühne. Sie sind eingeladen, Dankesworte zu sprechen, wenn Sie das wünschen. Ja, ich bin sehr, sehr dankbar der Jury und der Stiftung, dass es diesen Preis gibt und dass ich ihn erhalten habe dieses Jahr. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich möchte als erstes meinem Elternhaus danken, das mich durch die Systeme hinweg so aufgezogen hat, dass ich einen sicheren Kompass hatte, dass ich lernen durfte, dass Freiheit bedeutet, fragen zu dürfen, in Angst fragen zu dürfen, dass auch schon vor 89 in unserer Familie möglich war. Das habe ich als eine kostbare Gabe empfunden und die hat mich bis heute gut begleitet.
Ich bin meiner heutigen Familie sehr dankbar. Mein Mann ist eine Unterstützung, die man sich sie nur wünschen kann. Und dieses Buch ist in sehr, sehr vielen Gesprächen und Überstunden und Zumutungen für die Familie entstanden. Dieses fehlerfreie Arbeiten ist sehr viel Arbeit und mit sehr viel, also das ist ein, dafür ist sehr viel nötig und ich bin dankbar für die Geduld und die großartige Unterstützung, die ich dafür bekommen habe. Ich möchte meinen Kolleginnen und Kollegen in der Zeitgeschichte vor allem, aber auch in anderen Fächern danken, mit denen ich über die Jahre über dieses Thema sprechen durfte. Auch das gehört zum Sachbuch schreiben und zum Wissenschaftstun hinzu, dass das kein singuläres Unterfangen ist und dass man nicht alleine unterwegs ist, sondern unendlich viele Begegnungen und Gespräche führt, sehr, sehr viele Korrekturen auch erfährt, Kritik, von der man lebt, die das Arbeiten besser macht. Und dazu gehören auch meine Studierenden, denen ich hier an der Stelle besonders verbunden dafür bin, dass sie stets gesprächsbereit sind, mit Fragen und mit Antworten mich herausfordern und dieses Buch auch im Austausch mit ihnen entstehen konnte. Der Verlag, der Siedler Verlag, der schon meine Habilitation aus einem wissenschaftlichen Universum in die Sachbuchwelt gebracht hat, hat dieses Buch von Anfang an von der Idee bis heute begleitet. Ich danke Jens Dehning sehr herzlich, der als Lektor inhaltlich, sprachlich, strategisch, praktisch viel Rat gegeben hat und mich in diese Welt des Sachbuchschreibens auch irgendwie eingeführt hat. Ich danke Thomas Karloff, der das mit seiner langen Erfahrung auf seine Weise möglich gemacht hat und mich weiser gemacht hat in den Dingen, in denen man völlig unausgebildet ist, wenn man in die weitere Publikationswelt kommt. Jennifer Witte, auch vom Verlag, die mich gelehrt hat, wie großartig es sein kann, sich gründlich darüber Gedanken zu machen, wie man komplizierte Zusammenhänge, ohne eben zu polemisieren und zu vereinfachen, trotzdem auf einen Punkt bringen kann und auch trotzdem auf eine Zumutung von 5 Sätzen. Und das auf unglaublich kluge und temperamentvolle und ermutigende Weise getan hat. Und ich habe das auch als Bereicherung empfunden für das eigene Arbeiten und Nachdenken, diese Übersetzungsleistung, die immer wieder zu tun war. Ludger Ikers hat das Buch lektoriert. Ich schreibe ganz gut, glaube ich, aber er hat an vielen Stellen die entscheidenden Fragezeichen gesetzt und ein intensives Textgespräch mit mir geführt. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar und es ist eine unsichtbare Arbeit, die trotzdem auf jeder Seite sichtbar ist. Und nochmal das Fehlerfreie, was wir alle sozusagen hochhalten, das sachliche und richtige, differenzierte Aufschreiben, geht nicht ohne diese Unterstützung, die ich an der Stelle auch sehr, sehr stark würdigen möchte. Zum Schluss, ich danke nochmals der Jury für diese großartige Auszeichnung und den Mitnominierten, die mich in eine Runde gebracht haben. Auch ich habe mit Dankbarkeit und großem Interesse viele der Bücher gelesen, die wir zugeschickt bekommen haben. Und ich glaube, der Sachbuchpreis verbindet das, was uns alle verbindet, nämlich das wissenschaftliche Arbeiten und der Auftrag der Bildung, der Aufklärung, diese Zuversicht, dass am Ende nicht der Shit gewinnt, sondern eben doch die gut begründeten Tatsachen und die höhere Wahrheit, die jede Zeit für sich selbst finden muss und jede freie Gesellschaft. Und für mich ist die Demokratie eine unabgeschlossene, unendliche Aufgabe und für mich ist auch Bildung und Lehren und Aufklären unabgeschlossene, unendliche, sehr befriedigende Aufgabe und dass Sie mit diesem Preis und diesem Abend heute und der Würdigung dies beides so zusammenbringen und hervorheben, finde ich sehr, sehr erfreulich. Ich bin dafür dankbar und ja, vielen Dank.